Meine lieben Luftzeichen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, schön, dass du zu mir gefunden hast. Heute schauen wir uns einfach mal an, was die Karten uns zu sagen haben. Also nichts Spezielles, sondern was ist jetzt gerade wichtig für dich? Was solltest du hier erfahren? Diese Legung ist natürlich für das Kollektiv, das heißt, es muss nicht auf dich zutreffen. Kann aber, nimm bitte das mit, was mit dir resoniert. Falls du auf etwas Bestimmtes hier wartest, ja, auf ein bestimmtes Thema und das zeigt sich hier nicht, ja, heißt es nicht, ja, dass es nicht stattfinden wird, dass sich das nicht erfüllt, ja. Manchmal ist es so, dass es die Karten extra nicht anzeigen, eben damit es sozusagen auch wirklich wahr werden kann. Möchtest du eine private Legung? Ja, kontaktiere mich sehr gerne. Meine E-Mail-Adresse ist hinterlegt. So, dann fangen wir mal an. Ich möchte jetzt für euch ein paar Lenormand-Karten. Ja, was ist so die Hauptenergie? Ja, Stier. Nee, Entschuldigung, Zwilling, Waage, Wassermann, die Luftzeichen bitte. Zwilling, Waage, Wassermann, was ist wichtig? Okay. Zwilling, Waage, hoppala, da kommen sie schon. Okay, sehr interessant. Hier haben wir, zeigt euch das mal so. Hier haben wir die Wolken, ja, und es kommt immer drauf an, ja, wir haben hier nämlich dunkle Wolken und wir haben hier helle Wolken, ja, und die helle Wolken fallen tatsächlich hier auf das Kreuz, ja, also hier gibt es irgendeine karmische Aufgabe, die ihr hier erfüllen musstet oder habt schon, denn die Wolken fallen da drauf, das heißt, jetzt wird euch einiges klar, ja, es lichtet sich wieder. Denn Wolken stehen immer für etwas, was unklar ist, ja. Ja, es hat euch die Sicht vernebelt sozusagen. Und hier liegen schon die Sterne, also die stehen für Klarheit auch, ja. Sie stehen, also es ist für Wunscherfüllung, für etwas richtig Schönes, für Spirituelles, ja, für Glück. Es ist wirklich eine Glückskarte. Also ich habe hier wirklich so ein schweres Gefühl, ja. Irgendwas, ihr kommt aus einer schweren Situation vielleicht oder ist gerade noch aktuell, ja. Es handelt sich hier aber wirklich um eine karmische Aufgabe, die sich jetzt auflösen soll. So, Zwilling, Waage, Wassermann. Eine Tarotkarte, bitte. Was ist jetzt wichtig? Der Einsiedler, den hatten wir gerade schon bei Stier, Jungfrau Steinbock, ja. Der Einsiedler kann hier für eine sehr weise Person stehen, ja, oder du sollst aus dieser Situation die Weisheit nehmen, ja, also du bist hier vielleicht etwas zurückgezogen gerade oder willst dich zurückziehen, hast dich zurückgezogen in der Vergangenheit, bist du ein bisschen in dich gegangen, geht es hier auch vielleicht um diese karmische Aufgabe, ja. Vielleicht wird dir hier jetzt gerade einiges klar, ja, man sieht hier ja auch wirklich den klaren Himmel, ja, vielleicht war es in letzter Zeit für dich sehr turbulent. Was haben wir hier als Orakelkarte? Zwilling, Waage, Wassermann. Eine Orakelkarte, bitte. Luftzeichen. Das mit der Waage. Na. Das
lassen sich etwas schwer mischen. Zwillinge, Waage, Wassermann. Bitte eine Karte. Fokussiere dich auf das Positive, ja. Neumond im Schützen. Ja, sehr schön. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass bei euch in letzter Zeit die Wolken nicht weiß waren, sondern eher schwarz, ja, wie so ein Gewitter, was bei euch stattgefunden hat. Irgendwas Karmisches, ja, wird jetzt hier aufgelöst und du sollst dich jetzt bitte auf das Positive konzentrieren. So, wir schauen jetzt mal auf das große Blatt. Zwillinge, Waage, Wassermann. So. Kommunikation in der Arbeit, irgendein Treffen, ja, findet statt oder hat stattgefunden. Und eine Zusammenkunft, Zusammenarbeit. 2, 4, 6, 8, 9. Du machst dir viele Gedanken um die Arbeit. Hier ist das Gericht, Neuanfang, Gerechtigkeit. Ja. Kann sich hier auch um etwas Behördliches handeln, muss aber nicht in eurer Situation. Hier gibt es eine Veränderung in Bezug auf eine falsche Situation oder Person. Interessant, interessant. Schauen wir mal weiter. Sehr schön. Also, ich sehe hier bei euch, ja, eine Veränderung liegen. Ja, ihr seid hier irgendwie gestresst, ja, ihr seid krank, vielleicht krank vor Sorge, vielleicht auch wirklich hier angeschlagen. Das handelt sich hier wirklich um viel Stress, ja, vielleicht habt ihr euch deswegen hier zurückgezogen. Hier liegt die viel Gewinngeldkarte und die traurige Nachricht. Ja, hier liegt zwar die Beförderungskarte, ja, die zu hohen Ehren kommen Karte, die steht für Beförderung, für die Finanzen, ja, aber hier liegt irgendeine traurige Nachricht. Mir kommt es aber so vor, dass diese Nachricht trotz alledem, ja, für dich gut ist. Hier liegt die Veränderung, das große Glück, ja, der gute Ausgang in der Liebe, heißt nicht, muss nicht immer für die Liebe stehen, sondern einfach für die Situation, dass diese Situation einen guten Ausgang nimmt, ja. Du schaust da drauf, ja, die weibliche Hauptperson, also sie kann für dich oder für deinen Partner stehen, ja. Hier die Todesfall, also die Transformation auch, ja, hier, also die karmische Aufgabe, also die wird jetzt beendet, du hast hier zwar Kummer, ja, dass das so ist und ziehst dich vielleicht zurück, ja, aber hier steht unverhofftes Geld an, ja, deine Seele, deine Hoffnungen, deine Wünsche, hier liegt die gute Dame, also sie steht auch für Wachstum, sie kann für eine ältere Frau stehen, vielleicht hat sie mit dieser Situation hier irgendetwas zu tun, aber hier liegen gute Nachrichten ins Haus, die vielleicht auch für langfristige Veränderung zum Beispiel sorgt, ja,
Sie steht für finanzielle Stabilität, ja, für eine Lösung, die man hier findet in einer Sache. Sie steht auch für Selbstständigkeit. Was sehen wir hier noch? Also diese Veränderung hat irgendwas mit einer falschen Person, falschen Situation zu tun, Diebstahl. Es kann sich hier auch immer um eine Kündigung zum Beispiel handeln, ja, weil ich sehe hier auch das Haus, ich sehe hier den Brief, aber hier liegt das Gericht, ja, der Neuanfang. Wenn es um eine Arbeit, also um die Beschäftigung geht, ja, liegt hier der Neuanfang drin. Ja, du machst dir hier wirklich Gedanken, hier liegt die Kommunikation drinne. Hier liegt auch deine Erwartungshaltung, wenn wir uns hier die männliche Hauptperson anschauen, ja. Die Karte die Erwartung ist auch eine Drei-Monats-Karte hier in dem Fall, ja. Die heißt oder die bedeutet auch, dass du hier wirklich nicht tätig werden sollst. Und hier liegt schon die Geschenk-Bekommen-Karte, also etwas, was dir viel bedeutet, bekommst du hier. Sie steht auch für Besuch, für Anerkennung, weil hier liegt auch die zu hohen Ehrenkommen-Karte, ja. Hier gibt es in irgendeiner Hinsicht eine Beförderung, hier geht es weiter, vielleicht eine Lohnerhöhung, deine Hoffnungen, deine Wünsche, ja. Also hier fließt es auch wieder, kann ich sehen. Was haben wir so etwas, was du hier verdrängst, wenn wir jetzt auf die männliche Hauptperson schauen, ja? Hier liegt das Haus, also die Stabilität, der gute Ausgang und hier liegt das Gefängnis, ja? Sie steht auch wie hier für den Einsiedler, was wir hier als Tarotkarte haben. Hier hattest du dich irgendwie zurückgezogen, ja? Du hast dich hier zurückgezogen, hast dich vielleicht auch ein bisschen einsam gefühlt, alleine, ja? Irgendeine Blockade. Ja, die soll jetzt aber hier gelöst werden. Liegt die Veränderung drin? Ja, irgendeine Kommunikation bezüglich der Arbeit. Schaut mal, ich zeige euch das mal hier. Ja, hier die Zusammenkunft, die steht für Zusammenarbeit, für Kommunikation, für Geben und Nehmen, ja, für das Gleichgewicht, die Arbeit. Das kleine Kind für den Neuanfang, ja. Vielleicht hat es auch etwas mit einer Dame hier zu tun. Also mit, vielleicht heißt das aber auch hier dieser Neuanfang, ja. Reiches Mädchen bedeutet nämlich auch, dass du also inneren Reichtum dann hier hast, ja. Also einfach glücklich bist mit dem, was du hast, was du besitzt. Ja, sehr schön. Also ich sehe diese Aufgabe, die ihr wirklich hier von Gott bekommen habt, ja, die löst sich hier auf, ja. Also diese karmische Aufgabe wird jetzt hier erfüllt und es löst sich auf. Ja, was auch immer das bei euch ist, individuell. Möchtest du eine private Legung? Ja, kontaktiere mich sehr gerne. Ansonsten wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.